Servus Leute, Chris ist am Start und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Leute, ich will das Intro ziemlich kurz halten, weil ich ziemlich unter Stress bin. Ich habe jetzt den ganzen Morgen ein bisschen daheim was helfen müssen, Leute. Um 18 Uhr kommt der 6-Stunden-Stream. Also wenn ihr das Video jetzt heute am 3.1. zwischen 18 und 24 Uhr seht, da bin ich noch live auf YouTube. Ich habe die Cap hier auf, Leute, weil meine Haare richtig broke sind. Ich muss mich ranhalten, deshalb werde ich auch hier in der Folge das ganze Ding auf eine Saison runter reduzieren. Meine Legato hat gerade schon mal kurz abgeschmiert. Ich hoffe, das wird jetzt alles nicht mehr passieren. Also ein Jahr durchsimulieren. Im nächsten Part dann wieder zwei Saisons. Das verspreche ich euch. Aktuell brauche ich einfach nur jetzt ein bisschen Zeit. Und ja, volles Programm. Ich habe bereits ein paar Spiele beobachtet. Wenn wir auf die Transferzentrale blicken, Leute, ist sie ordentlich voll. Des Weiteren auch ein paar freie Spieler. Wir schauen einfach mal, was an Angebote für uns reinkommen. Vorbereitungsturnier natürlich auch. Wir treffen auf Kalmar, auf St. Pauli und Hammarby. Wir haben jetzt, ohne dass wir jegliches Vorbereitungsturnier Preisgeld bekommen, wir haben 2,4 Millionen. Unser Team jetzt neu mit Harrop, der per Vorvertrag, der jetzt zu dieser Saison kam. Linkes Mittelfeld. Lang genug gelabert, Leute. Wir starten rein. Ich wünsche euch viel Spaß. Let's go. Wir sehen hier, unser Team hat sich auf jeden Fall deutlich verbessert, Leute. De Sena, der ist erst 20, hat jetzt schon eine 77. Den würde ich am liebsten verkaufen wollen, um dann einfach unser Kader in der Breite wieder zu verstärken. Stürmer ist, denke ich, ansonsten die nächste Anlaufstelle. Vielleicht noch ein Linksverteidiger, Keeper eventuell. Wir warten einfach mal ab, was das ganze Ding jetzt bringt. Wir starten rein gegen St. Pauli. Ich zeige euch dann gleich, wie weit wir es im Vorbereitungsturnier gepackt haben. Bisher haben alle Teams 3 Punkte in der Gruppenphase. Wir haben St. Pauli 4-1 geschlagen, Leute. Und dann leider das zweite gegen Hammarby 1-0 verloren. Jetzt spielen wir gegen Kalmar. Kamoglu hat eröffnet. Es wird ein 3-0. Kamoglu trifft tatsächlich dreimal. Und ja, Leute, das ist auf jeden Fall ein richtig vielversprechendes Ergebnis. Wir gehen also als erstplatziertes Team jetzt ins Halbfinale. Und eventuell packen wir es das erste Mal ins Finale vom Vorbereitungsturnier. Wir treffen auf den FC Cordoba. Ich meine, ein spanisches Team, als heimgenanntes Team, vielleicht im Vorteil. Wir skippen. Es wird ein 1-0 wieder Kamoglu. Und jetzt müssen wir im Finale gegen Morey Rense. Die haben St. Pauli 2-1 parallel geschlagen. Und eventuell ist der Titel drin. Da wäre nochmal Preisgeld mehr drin. Wenn wir verlieren, bekommen wir nichts mehr, also an Geld. Aber ja, es ist auf jeden Fall alles möglich. Auswärts genanntes Team, da sehen wir nie so richtig gut aus, aber wir schauen einfach mal. Des Weiteren ist der erste Spielerverkauf. Mit Aaron Williams verlässt uns ein Ersatzstürmer zu Shrewsbury Town. 640.000 war die Ablösesumme, 425 davon auf unser Konto. Und hier haben wir auch noch ein akzeptiertes Angebot von den Blackburn Rovers für Jan Koch, der Linksverteidiger. Den wollte ich eigentlich ja auch verbessern. 3,9 Millionen ist, denke ich, in Ordnung. Den werden wir mal versuchen zu verkaufen und dann einfach gucken, was sich da noch machen lässt mit dem Geld. Am besten hier nochmal gewinnen, um noch mal ein bisschen mehr Preisgeld mitzunehmen. Wir skippen das Ding. Es wird leider eine 3-1-Niederlage. Ziemlich deutlich. Torschütze bei uns, Demetriou. Der ist eigentlich gar kein Stammspieler, meine ich zumindest. Da ist auch eigentlich Gonzales. Der ersetzt den. Vielleicht ist er mit der Nationalelf oder sonst was unterwegs. Aber trotz allem, wir waren das erste Mal im Finale. Jetzt muss ich auf jeden Fall die ganzen Scouting-Berichte noch abwarten und dann stelle ich euch gleich alle Spieler vor. Also, Stillstand bei Transferverhandlungen. Habe ich mir schon beinahe gedacht. Jan Koch bleibt dann doch bei uns. Leihangebot hier. Das brauchen wir nicht, Leute. Wir brauchen aber noch ein bisschen Zeit, um alle Scouting-Berichte jetzt zu haben. Ja, Leute, die ganzen Abschlussberichte sind jetzt da. Ich stelle euch gleich mal die Spieler vor. Ich habe schon mal reingeschaut und da sind ziemlich interessante Angebote dabei. Zudem auch bei vielen die Ausstiegsklausel greifen würde. Stillstand leider bei Josh Labadie. Wir haben jetzt hier leider ein bisschen Pech, dass Koch nicht verkauft worden ist. Sonst hätten wir ja ordentlich Kohle. Aber wir haben 4,39 Millionen. Und wenn wir jetzt mal aufs Team blicken, hätte ich eigentlich schon Bock auf einen neuen Innenverteidiger. Weil es gibt hier einen richtig krassen auf dem Markt, Leute. Guckt euch den hier mal an. Van Drongelen. Viele von euch werden den kennen. Ich sehe hier angenommen, Transfer zu Montpellier, aber man kann es vielleicht probieren. Gucken wir mal rein. Ja, Zahlen, okay. Also Leute, wir haben ja tatsächlich die Möglichkeit, den für 4 Millionen zu holen, obwohl der 9 Millionen Marktwert hat. Gucken wir aber mal kurz die anderen Spieler durch. Wir haben hier einen Isak, der fällt weg, viel zu teuer. Haben wir hier noch einen Galeno, auch nur 3,3 Millionen Freigabesumme, Leute. Oh mein Gott! Also habt ihr einen Sockenschuss? Junge, der ist ja mal richtig krass. Okay, Thuram ist schon gewechselt. Dann hatte ich hier noch einen Moreira. Spieler wird nicht verkauft. Verein sagt, ist zu wichtig. Dann haben wir hier Farai. Den werden wir uns auch nicht leisten können. Der ist auch zu teuer. Aber Leute, da hole ich vorher Galeno für nur 3,3 Millionen. Dann so, naja, mehr oder weniger. Könnten wir dann später vielleicht mal ins Auge mitwerfen. Ins Auge mitwerfen. Alles klar. Ins Auge nehmen. Haben wir noch Queiroz, den würde ich auch richtig feiern, Leute. 1,7 Millionen, der hat auch ein gutes Potenzial. Müssen wir einfach mal abwarten, was dabei jetzt noch rauskommt. Und ich habe gemerkt, ich habe die ganzen freien Spieler gar nicht auf die Transferliste gesetzt. Da gehe ich jetzt mal durch und stelle euch die noch vor. Ja, wirklich vielversprechende sind hier nicht dabei. Wir haben einen mit der 70, das ist natürlich stark, aber dann brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Der wäre hier eine Möglichkeit, ist erst 21, würde uns vom Rating her verbessern. Aber in erster Linie will ich jetzt auf jeden Fall mal einen neuen Spieler, Leute. Und ich sag's euch, wie es ist. Der hier hat zwar schon angenommen, will aber auch deutlich mehr Gehalt, Leute. Ich weiß nicht.
nicht. Ich glaube, ich gehe mit Wanderson Galeno. Der sieht echt richtig lecker aus, Leute. Zudem, der nur eine 3,3 Millionen Freigabesumme hat. Die werden wir sowas von safe bezahlen und dann einfach mal in die Vertragsverhandlungen mit dem Spieler gehen. Der will auch keine Freigabesumme, 230.000 Einstiegsbonus, 17.500 Gehalt, sogar ein 4-Jahres-Vertrag. Jetzt der Brasilianer vom FC Porto zu uns, Leute. Das ist eine heftige Verstärkung. Gleichzeitig wollten wir uns ja auf der Stürmerposition verbessern. Da holen wir jetzt Rafael Santos Gutierrez, 9.100 Gehalt, 115.000 Einstiegsbonus, 4-Jahres-Vertrag. Der ist vertragslos gewesen zuvor, kommt jetzt also zu uns, verbessert uns quasi nur um einen Ratingpunkt, aber der hat, denke ich, auch noch ein bisschen mehr Potenzial nach oben. Die restlichen Spieler werde ich jetzt einfach mal hier lassen und dann abwarten, je nachdem, ob wir noch jemand verkauft bekommen. Van Drongelen wäre halt schon krass gewesen. Ich habe gemerkt, wir hatten Hamilton noch draußen, Leute, auch erst 20 und schon mit der 69. Der ist natürlich jetzt Stammspieler vorne drin. Und was ich auch noch gemerkt hatte, dass wir keinen Torwart mehr haben. Das ist weniger positiv, Leute. Also ich werde mich jetzt auf jeden Fall mal schnell nach einem Torwart umschauen, vom freien Markt am besten. Und da haben wir jetzt auch einen Keeper gefunden. Ich glaube, ein Neuseeländer oder einer aus Australien. 16 Jahre alt, Leute. Ich konnte den jetzt nicht scouten, weil ich jetzt keine Zeit mehr hatte, beziehungsweise ich wollte den jetzt auch nicht scouten. Ich wollte irgendeinen und sein letztjähriger Ersatzkeeper hatte eine 46, also verschlechtern können wir uns da nicht. 16 Jahre alt, 54er Gesamtrating aus Australien. Ja, Leute. Das geht, denke ich, komplett in Ordnung. Das ist jetzt auf jeden Fall mal unser Team hier mit Galeno, der ja übelst krass aussieht. Und ansonsten, das Team verbessert sich weiter kontinuierlich. Wenn Hamilton noch auf die 70 geht, haben wir unser Team konstant auf der 70, mindestens natürlich. Und jetzt schauen wir einfach mal. De Sena hätte ich auch nichts dagegen, den zu verkaufen, um dann quasi jetzt wie zum Beispiel einen Van Drongelen mit einem Danso oder sonst wen zu verpflichten. Wir starten durchaus positiv in die dritte Liga. 1-1 das Endergebnis. Gonzalez war verletzt, verletzt sich erneut. Und ja, Leute, egal, weniger wild. Wir haben ein starkes Team, wir wollen uns einfach nur etablieren in der ersten Saison. Gleichzeitig laufen tatsächlich zwei Angebote jetzt für De Sena, jeweils über 15 Millionen. Ich hoffe, eines der beiden Teams bringt das ganze Ding über die Bühne und dann können wir ordentlich einkaufen. Und ich hoffe, dass bis dahin Drongelen immer noch beim HSV ist. Gerade sage ich's, Leute, Anger oder wie auch immer man die aussprechen mag, haben den jetzt leider verpflichtet, also fällt der leider raus, Mann. Scheiße, der wäre richtig stark gewesen. Yes, Leute, ich habe die Nachricht oben gesehen. De Sena ist tatsächlich verkauft und jetzt können wir ordentlich einkaufen. Ich hoffe natürlich, wir finden jetzt ein paar gute Spieler. Ich hätte halt wirklich gern Van Drongelen geholt. 14 Mille jetzt, der wechselt zu Espanyol Barcelona. In erster Linie ist es jetzt aber eigentlich wichtig, dass wir einen neuen Innenverteidiger holen. Und das werden wir hier auf jeden Fall mit Danso machen. 2,3 Millionen ist halt absolut gar nichts. Dann gehen wir jetzt mal rein, gucken, was der an Gehalt will und gucken, was dann danach noch übrig bleibt, um eventuell noch einen richtig krassen Stürmer zu verpflichten. Noch knapp 11,5 Millionen. Davon müssen wir noch ein bisschen was aufs Gehaltsbudget rüber transportieren, aber Leute, das sollte klar gehen hier. Der Österreicher Kevin Danso von Augsburg, 4-Jahres-Vertrag, über 12.000 Gehalt bei nur 160.000 Einstiegsbonus, jetzt zu uns. Das ist dann unser Team. Kevin Danso natürlich direkt hinten drin neben Gonzalez. Es ist einfach nur mega krass. Auch wenn wir uns jetzt in erster Linie mal verschlechtert haben, ist das Geld ganz, ganz wichtig, um uns einfach in der Breite wieder zu verstärken. Leute, wir haben ein akzeptiertes Angebot von Dortmund. Leider müssen wir in der Situation Koch dagegen geben. Aber das würde ich in Kauf nehmen für Alexander Isak. Koch, die wollten unbedingt einen linken Verteidiger, 9,5 Millionen plus Koch im Tausch, ohne Weiterverkaufsgebühr, geht auf jeden Fall komplett klar. Das Einzige, was wahrscheinlich nicht klar gehen wird, ist das Geld, weil das wird wahrscheinlich nicht reichen. Ah ne, so läuft das nicht, ich dachte schon. Ja, der will leider ein bisschen zu viel, also das reicht uns aktuell noch nicht. Ich habe ja aber auch noch einen Ben Woodburn, den hätte ich auch gern eigentlich. Und ich glaube, den werde ich jetzt einfach auch blind verpflichten, zu dem wir dann einfach auch noch Koch behalten könnten. Ich gucke jetzt einfach mal, was Liverpool hier will. Okay, jetzt war Jürgen Klopp da, Leute, 9,3 Millionen, ich weiß nicht, was Woodburn jetzt für ein Gesamtrating hat. Ich weiß nur, dass er heftig viel Potenzial hat und uns definitiv weiterhelfen könnte, zudem wir dann unser Team auch überall auf die 70 bekommen würden. Aber erstmal müssen wir schauen, ob das ganze Geld jetzt in dem Fall hier reicht. Natürlich nicht, Leute. Guckt euch mal die Scheiße an. 92.000 Gehalt bei 1,4 Millionen Einstiegsbonus. Aber habt ihr einen Sockenschuss? Nee, können wir nicht, Leute. Können wir nicht. Uns bleibt nichts anderes übrig. Keine Ahnung. Haben wir auf jeden Fall gar keine Möglichkeit, den zu verpflichten. Wird auf jeden Fall flach gehen, ja. Ja, da ist es. Wird auf jeden Fall flach gehen, alles klar. Wird auf jeden Fall flach. Sag mal, was wollte ich denn sagen? Mein Gott! Leute, guckt euch das mal an. Die wären beide richtig krass gewesen, aber uns fehlt das Geld. Mal gucken, ob das Geld jetzt reicht. Wir haben Dan Butler, linker Außenverteidiger. Der war mal in der Zwischenzeit sogar als linker Mittelfeldspieler Stamm. Haben wir jetzt verkauft. Wieder mal Blackburn Rovers. Ich glaube, die haben vorhin schon Spieler von uns verpflichtet. Eine Mille die Ablöse. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass das ganze Ding trotzdem reicht. Aber was mir jetzt gerade in den Kopf kommt, ihr habt mir mal den Tipp reingeschrieben, dass ich meinen Assistenzcoach das Ganze regeln lassen soll, zwecks dem Vertrag. Also werde ich hier jetzt nochmal reingehen und gucken, ob der Assistenzcoach das Ganze dann hinbekommt mit den finanziellen Mitteln, die wir da noch übrig haben. Ey Jungs,
Alter, ich dreh gleich richtig durch. Dortmund sagt hier 11,7 eigentlich. Und jetzt plötzlich wollen die mehr. Sag mal, habt ihr einen Sockenschuss? Naja, das wird safe nicht reichen und die können mich dann am Arsch lecken. Dem geb ich gar nichts. Auf jeden Fall ist Woodburn angenommen von Liverpool mit jetzt knapp 8,7 Millionen. Da ich nicht weiß, was der an Gehalt will, drücke ich jetzt einfach mal auf Delegieren und ja doch, ich weiß es doch eigentlich, oder? Ich sage einfach maximal 100.000. Kann ich das, warum kann ich das hier nicht annehmen? Ja, okay. Was soll ich jetzt hier machen? Warum geht das nicht? Warum? Ey, nee! Nein! Ach komm! Ach komm! Ey, ich bin doch so dumm! Die Karriere ist so scheiße! Null! Null Gehalt biete ich dem! Ja, der nimmt auf jeden Fall an! Natürlich können wir den jetzt nimmer verpflichten, weil das Transferfenster jetzt dann gleich zumacht. Und wenn der jetzt ablehnt, braucht man mindestens eine Woche, um das wieder klar zu machen. Ja, toll! Super gemacht, echt! Und nur weil die Scheiße nicht geht, ist scheiß Steuerkreuz, Mann! Stillstand natürlich, also ein Angebot von weniger als null anzunehmen, haben sie keinen Bock gehabt. Denke ich mir. Warum auch? Mein Gott! Also, toll! Leute, dann kann ich den jetzt außerhalb der Transferphase nachher nochmal versuchen zu verpflichten, gucken, ob das Geld dann reicht. Wenn es dann nicht reicht, dann zeige ich euch, wie es ist. Es ist mir scheißegal. Aber auf jeden Fall mache ich jetzt den Transfer Deadline Day mal noch kurz perfekt. Jacket Trade Trophy, erste Runde gegen Lincoln City. Ich glaube, die sind ja mit uns damals aufgestiegen. Jetzt gucken wir einfach mal. Gewinnen wir sauber mit 3-0, Harrod mit dem Doppelpack und Innocent oder Innocent oder wie auch immer man den aussprechen mag. Ich werde jetzt hier den Transfer Deadline Day skippen. Es sollte nichts mehr passieren, Leute. Wir haben einen Haufen Kohle. Die muss noch ausgegeben werden, nur leider frühestens erst im Winter. In der Liga sieht es gerade aktuell richtig, richtig gut aus. Wir haben bisher nur ein Spiel unentschieden gespielt, sonst alle gewonnen. Ich mache das Ganze mit Woodburn klar. Stellt euch das ganze Ding dann natürlich nochmal vor. Hoffe ich zumindest. Und dann sehen wir uns in der Wintertransferphase. Okay, 9 Millionen. 4% Weiterverkaufsgebühr. Ich gehe jetzt einfach separat selber rein, Leute. Weil ich will das Ding eigentlich jetzt ehrlich klar machen. Mein Klient hatte zwar andere. Jawohl! Es funktioniert! Mein Gott! Ey, ich habe jetzt alles rüber, Jungs. Weil der wollte schon wieder über 4 Millionen Bonus und über 1,8 Millionen Einstiegsbonus. Der wechselt jetzt dann zum Winter. Wir sind aktuell auf Platz 1. Mal gucken, wie das ganze Ding dann im Winter aussieht. Das ist nochmal unser Team hier kurz im Überblick. Hamilton mittlerweile auf der 70. Wir haben uns richtig, richtig stark verbessert. Ich bin wirklich zufrieden mit der Transferphase. Auch wenn ich Van Drongelen immer noch so ein bisschen hinterher traue. Aber können wir jetzt nichts machen. 1. Januar, Leute. Wir sehen uns gleich. So, angekommen am 1. Januar, Leute. Wir müssen jetzt dann hier gleich gegen Wigan Athletic nehmen. Wigan, wie heißen die? Wigan Athletic? Wie komme ich denn da drauf, Leute? Gegen Wigan. Einfach nur Wigan. Was mache ich denn hier? Auf jeden Fall. Oh, 3 Spieler können wir nur verlieren. Das kommt uns sehr gelegen, Leute, weil wir auch nicht unbedingt mehr Geld haben, um Verträge zu verlängern. Wir haben gar nichts. Okay. Also, wir haben tatsächlich gar nichts, aber jetzt ist Ding da. Woodburn. Da bin ich mal gespannt, was der... Oh, no! Oh, no! Ach, du Scheiße! Leute! Oh, mein Gott! Der hat einfach eine 79. Alter, der ist aber sowas von safe direkt Stammspieler. Und Leute, mit einer 79 sollte da vorne einiges gehen. Koch hat sich auch verbessert. Unser Team jetzt mindestens schon konstant auf der 72. Abgesehen vom Keeper. Der hat aber ein 75er Potenzial. Der kann da noch auf jeden Fall hinwachsen. Jetzt gucken wir, dass wir noch einen Spielerverkauf bekommen, um dann die restlichen 3, die auslaufen, zu verlängern. Also Verträge. Ich habe das Wort Verträge vergessen. Ja, okay, Leute. Ich habe die Verträge jetzt mal verlängert. Ich hoffe, das hat alles jetzt so funktioniert, wie ich das auch vorhatte. Und genau. Also das Geld war eigentlich nicht da, aber vielleicht wird das dann nächstes Jahr direkt abgezogen. Ach so, die Tabelle hatte ich ganz vergessen, Leute. Da sind wir auf Platz 3 mit 43 Punkten. Die ersten 2 gehen dann also direkt hoch und dann wird da nochmal ausgespielt, wer dann noch von unserer Liga bzw. von Platz 3 bis Platz 6 hochgeht. Mit 43 Punkten ist das richtig gut. Eine starke Hinserie, auch wenn noch alles passieren kann, Leute. Fleetwood Town auf Platz 1, gegen die hatten wir, glaube ich, zu Beginn 1-1 gespielt. Also das läuft auf jeden Fall. Die Transferphase wird für uns jetzt gar nicht mehr interessant sein, Leute. Das heißt, wir gehen direkt ans Ende der Saison und da blicken wir dann auf alle Wettbewerbe. Apropos Wettbewerbe, gehen wir nochmal ganz kurz rüber. Der FA Cup wird jetzt hier, glaube ich, gleich kommen. Ich habe eigentlich schon lange gedrückt. Genau, der leckt immer ein bisschen. Okay, da spielen wir dann normalerweise auch mit. Carabao Cup, okay, da waren wir aber, glaube ich, ein bisschen weiter zumindest. Oder auch nicht. Ich sehe uns nicht. Okay, nö, dann waren wir da nicht weiter. Gehe ich gleich nochmal im Kalender drauf ein. Check a Trade Trophy, die üblichen Pokale. Ihr wisst Bescheid, Leute. Wir gehen nochmal kurz in der Saison hier durch. Und ganz am Anfang hatten wir, glaube ich, ja ein paar Siege. Da war Wigan Athletic. Ach doch, Athletic. Leute, was laber ich denn? Natürlich Wigan Athletic. Bin ich dumm? Check a Trade Trophy. 3-0 gegen Wigan, zuvor dann im Carabao Cup. Okay, da war gegen Leeds United Endstation, ist aber auch nochmal eine Liga höher, also ist gar kein Problem. Dann haben wir Fleetwood Town geschlagen, die sind ja bei uns in der Liga Erster mit 2-0. Läuft auf jeden Fall, würde ich behaupten. Dann hatten wir hier Shrewsbury, da war dann Endstation, Jacket Trade Trophy und im FA Cup Wiederholungsspiel gegen Portsmouth.
Da haben wir unglücklich 5 zu 4 im Elfmeterschießen verloren. Sind also in keinen Wettbewerben mehr dabei, Leute, aber das ist weniger schlimm. Es passiert jetzt auch nichts mehr, deshalb gehen wir direkt nach dem letzten Spieltag hier an den 1. Mai und hoffen natürlich, dass Woodburn so richtig einschlägt und uns eventuell in Liga 2 schießt. So Leute, der Monat neigt sich dem Ende zu. Ich habe die Zeit genutzt während der Simulation, um mal ordentlich kurz was zu essen. Sonst wird das heute alles ein bisschen zu kurz kommen. Ich muss einfach jede Sekunde nutzen, um irgendwas anderes zu machen. Ich hoffe, dass wir jetzt hier im nächsten Monat eventuell noch ein paar Spiele haben. Zwecks den Playoffs. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Und nee, die haben wir leider nicht. Okay, also sind wir wahrscheinlich nicht direkt aufgestiegen, beziehungsweise wir spielen nicht um den Aufstieg mit. Manager-Level ist auch drastisch gesunken, Leute. Warum auch immer. Plötzlich haben wir nur noch die 67, aber das kann passieren. Ich habe gerade gesehen, Woodburn war mal eine Zeit lang verletzt. Okay, also ja, der hat aber jetzt tatsächlich immer noch die 79. Der ist auch jetzt noch verletzt. Gonzales wieder verletzt, aber das Team verbessert sich kontinuierlich. Naja, als Abschluss gucken wir mal noch kurz auf die Tabelle. Was? Oh mein Gott! Was? Wir sind auf Platz 1! 95 Punkte? Wir sind durchmarschiert? Wahrscheinlich auch dank Woodburn, Leute. Das will ich jetzt mal wissen. Hat er genetzt? Woodburn hier. 12 Tore allein in der Rückrunde. Nee, nicht mal in der Rückrunde, Leute. Und Hamilton ist auf Platz 1, sehe ich gerade. 24 Buden, die hat er fast alle in der Hinrunde gemacht. Das ist unfassbar. Wir sind vor Portsmouth. Die haben 11 Punkte Rückstand. Und wir haben eine brutale Rückrunde gespielt, Leute. Ja, einfach nur mega, mega heftig, Mann. Die anderen Pokale sind wir ja schon durchgegangen, Leute. Hier habt ihr nochmal unser Team. Wir haben also tatsächlich den Durchmarsch gepackt. Und das Ganze einfach nur auch mit eurem Support, Leute. Es macht mega viel Laune. Die nächste Folge kommt auf jeden Fall wieder. Wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst mir gerne eine Bewertung da. Schreibt mir einen Kommentar. Schaltet das nächste Mal wieder ein. Und natürlich jetzt parallel noch zum Stream. Ihr wisst Bescheid, Leute. Danke für eure Aufmerksamkeit. Danke, dass ihr so lange zugeschaut habt. Ich bin raus. Haut rein. Und ciao.